Holz ist derzeit ein begehrter Rohstoff. Und weil unser Holz längst nicht mehr nur aus heimischen Wäldern kommt, haben die unterbrochenen Lieferketten während des Corona-Stillstands die Holzpreise weltweit explodieren lassen. Für die Möbelmacher aus Unterkrumbach im Nürnberger Land kein Problem. Die haben schon vor Jahren einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Auf dem Holzweg war Herwig Danzer vor 25 Jahren nicht, als er sich entschloss, seine Möbelschreinerei nach 9 Jahren konsequent auf heimisches Holz auszurichten. Ausgerechnet die damals eher unbeliebte Rotkernbuche mit ihrer typischen Verfärbung sollte es richten. Ja, die wollte niemand. Das war halt für die Leute war das schmutzig oder nicht sauber oder nicht schön. Und eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist ein Naturschauspiel. Massivholzmöbel aus den Bäumen der heimischen Frankenalb. Anfangs war dies mit viel Überzeugungsarbeit verbunden, weil nicht ganz billig und vor 25 Jahren kaum gefragt. Doch dieser Nachhaltigkeitsgedanke hat sich inzwischen erfolgreich durchgesetzt. Dieser Esstisch ist aus der einst unbeliebten heimischen Rotkernbuche gefertigt. Heute sehr beliebt, gerade wegen ihrer Maserung. Der erste Grund war tatsächlich die Qualität. Wir können im Handel das Holz nicht kaufen, das bei uns im Außenlager so lange gelagert hat. So etwas gibt es im Handel nicht. Anfangs wurden sie dafür belächelt, jetzt beneidet. Denn diese regionale Lieferkette reißt trotz weltweiter Holzknappheit nicht ab. Die Kunden sind ganz besorgt und fragen uns, habt ihr genug? Und ja, wir haben einfach genug. Wir haben ja hier das große Lager, das reicht für 5 Jahre. Und wir füllen das natürlich jährlich wieder auf und sägen dann neu ein. Und deswegen ist genug da. Seit 20 Jahren begleitet auch der Bund Naturschutz diese Idee der regionalen Wertschöpfungskette. Ortstermin im Wald der Frankenalb. Von hier kommt das Holz der Möbelmacher. Neben den Buchen sind es inzwischen auch andere Hartholzarten. Diese Art des Wirtschaftens ist aus Sicht der Naturschützer gerade jetzt ein doppelter Gewinn. Die Möbelmacher und die Holzbauerngemeinschaft hier, die Waldbauerngenossenschaft, die betreiben ein faires Miteinander, sodass auch eben über Generationen hinweg, und das bedeutet ja Nachhaltigkeit, sowohl für die Ökologie, für einen schönen, gemischten Wald, aber auch für langfristige und lang nachhaltige Möbelproduktion gearbeitet werden kann. Überzeugungsarbeit für Massivholzmöbel aus den Wäldern der Nachbarschaft müssen die Möbelmacher heute nach 25 Jahren nicht mehr leisten. Die Auswahl an heimischen Hölzern ist inzwischen groß. Es ist nicht mehr nur die einst unbeliebte Rotkernbuche. So stehen inzwischen Möbel aus dem Holz der Frankenalb sogar in einem Designerhaus in Miami in Florida.